Ja, ich darf mich ganz herzlich für den lieben Empfang bedanken. Und das ist das Schöne an meinem Beruf, dass ich das weltweit machen darf. Und was wir jetzt heute hier besprechen möchten, sind eigentlich die Ergebnisse und auch was man daraus folgern könnte für Vöcklabruck. Wahrscheinlich haben Sie alle das schon mal gesehen, diese Ergebnisse. Freundlicherweise haben einige diese Umfrage unterstützt in Vöcklabruck. Und es wurde also möglich, Bewertungen zu bekommen in Vöcklabruck, die unabhängig voneinander sind. Unabhängig heißt, diejenigen, die bewertet haben, wissen nicht, wie der andere bewertet hat oder ob der andere bewertet hat. Und vor ein paar Tagen hat mir der Herr Bürgermeister eine Mail geschrieben und hat darin gefragt, wie können wir denn sichern, dass das nicht manipuliert wird? Die Antwort ist eigentlich sehr einfach. Wenn wir jetzt also einen Wert haben für Vöcklabruck Stadt und für Vöcklabruck Land und jemand gibt einen Wert ab, der sehr extrem anders ist, indem er zum Beispiel alles ganz gut oder ganz schlecht bewertet, dann weicht sein Wert ja von diesem Wert ab. Und wenn das jetzt einer wiederholen würde und würde sich mit Freunden absprechen und würde sagen, wir wollen jetzt zu 15 alle den gleichen Wert abgeben, dann würden wir das sehen in der Datenbank und würden sagen, das gibt's nicht. Jeder Mensch schätzt diese 8 Indikatoren unterschiedlich ein. Jeder Mensch. Es gibt nicht einen einzigen Menschen, der genau die gleiche Bewertung wie der andere abgibt. Nicht einmal, wenn er es vielleicht mündlich genauso fühlt, aber er wird in einem dieser 8 Punkte einen anderen Wert vergeben. Und da war auch der Fall eben, das habe ich dann dem Bürgermeister geschrieben, eines Vöcklabruckers, der mir auch bekannt ist, der eben tatsächlich mal 8-mal die 10 vergeben hat. Das haben wir natürlich gesehen und haben ihm freundlich geschrieben, dass wir das leider nicht berücksichtigen können. Ja, weil 10, 10, 10, 10, 10, 10, das gibt es hier nicht. Ich spreche also zu Ihnen als jemand, der diese gleiche Umfrage mit den gleichen Fragen in der ganzen Welt macht. Und deshalb kann ich natürlich die Werte immer vergleichen und werde dann auch mal in der Diskussion oder wenn wir darüber sprechen, ruhig auch mal ein paar Vergleichswerte nennen, weil natürlich kein Wert steht für sich. Also die Werte von Vöcklabruck stehen natürlich wiederum in Beziehung zu den Werten beispielsweise für Wien oder zu den Werten für Salzburg. Heute, am 14. September, war im Standard ein großer Bericht, der die Standardleser extrem aufgeregt hat. Und der mehr Kommentare hat, nur heute wohlgemerkt, am 14.09., als jeder andere Bericht. Und das war ein Bericht darüber, dass im Zentrum von Wiener Neustadt zahlreiche Läden leer stehen. Und dass eine Kette, die Kette Müller, gesagt hat, aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung müssen sie in das außenliegende Einkaufszentrum gehen und dürfen keine Filiale in der Innenstadt betreiben. Und wenn man dann die Diskussion liest, dann kann man eigentlich so wie wahrscheinlich wir hier auch zumindest zwei Hauptpositionen herausfinden. Und das ist ja auch mit großem Aufwand neu gestaltet worden, der Platz in Wiener Neustadt. Und die eine Position ist halt, wenn man mit dem Auto nicht reinfahren und parken und halten kann, ne, dann wird das also unattraktiv. Man wünscht sich also eine, wie wir es hier nennen, Begegnungszone ist ja jetzt der Begriff. Und die andere Position, die dort genannt wird, ist natürlich, dass jahrzehntelange Fehler, die den vorherigen Bürgermeistern in Wiener Neustadt, ist das die SPÖ vorher gewesen, angekreidet werden, dass man überhaupt die Zersiedelung der Orte zugelassen hat und auch diese Zentren zugelassen hat. Ist ja kein Ort dazu gezwungen gewesen, solche Gewerbegebiete auszuweisen. Geht man also in die Geschichte und wirft sich das gegenseitig vor. In dem Fall wirft es ein ÖVP-Bürgermeister der SPÖ vor, aber es könnte sich auch umgekehrt sein. Kurz, diese Debatte
wird auf einer Ebene geführt, wo im Prinzip im Hintergrund steht, dass dieser Stadtplatz etwas ist, das mit rationalen Bedürfnissen zu tun hat. Also ich habe das Bedürfnis einzukaufen, das soll bequem oder schnell oder billig oder schön sein, also Anfordernisse an die Erfüllung dieses Bedürfnisses. Oder ich habe Anforderungen, was es alles geben soll, weil ich möchte ja möglichst meine knappe Freizeit integriert nützen. Dann kommt einer, sagt, ja, aber das bekomme ich dort nicht und das bekomme ich nicht. Und diese rationalen Gründe, wenn wir mal in die Geschichte zurückgehen, in die österreichische Geschichte, diese rationalen Gründe haben wir nach dem 30-jährigen Krieg diskutiert, als das Land völlig am Boden war und im ersten erwachenden Wohlstand in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Städte und Gemeinden auf einmal angefangen haben, schöne Kirchen zu bauen. Und die Klöster, die wir heute als sogenannte Barockkirchen kennen, und natürlich gab es da hervorragende Architekten und Bildhauer wie Riemenschneider oder die Asam-Brüder, wo extra nach St. Wolfgang aus Bruneck deren Bild gebracht wurde. Und man hat auf einmal einen Wettbewerb gehabt zwischen den Städten, welche Kirche am größten, am schönsten ist, die schönste Orgel hat, den schönsten Altar hat. Und in diesem Wettbewerb wurden enorme finanzielle Mittel eingesetzt in der damaligen Zeit. Der Wettbewerb war auch insofern sehr befruchtend, weil natürlich das ganze Bauwesen insgesamt durch den Wettbewerb befördert wurde. Es wurden natürlich auch in der Barockzeit dann Schlösser gebaut und Herrenhäuser und natürlich auch Innenstadthäuser. Und der Aufwand zur Erhaltung einer solchen Kirche wurde dann bereits wenige Jahre nach diesem Boom, also bereits Ende des 17. Jahrhunderts, war der Aufwand so groß, dass keine Stadt ihn mehr leisten konnte. Der Aufwand, eine Kirche zu betreiben, das heißt, diese Restauratoren zu haben, diesen Organisten, und nicht jeder konnte Johann Sebastian Bach von der Thomaskirche in Leipzig einladen. Also es war unvorstellbar, der Aufwand, und auch für die Orchester und für die Chöre. Und der war dann nicht mehr zu leisten. Und was dann passierte, ist, dass die Kirchen leer standen. Und sie sind seitdem leer geblieben. Außer eben zu bestimmten Festtagen, an Weihnachten, an Ostern, auch bei dem einen oder anderen Geburts- oder Todestag oder bei einer Taufe. Aber sie stehen bis heute weitgehend leer, werden aber enorm als unser Kulturerbe verehrt, aber sie haben ihre soziale Funktion, ihre Funktion in der Gemeinschaft nicht mehr. Sie sind noch Weltkulturerbe und die ist verloren gegangen. Also anders gesagt, niemand aus dem Umland oder von irgendwoher kommt jetzt speziell für die Kirche. Und wenn man jetzt zurückkommt auf das Thema Wiener Neustadt und die 780 Kommentare, die rationalen Gründe, die genannt werden für die Attraktivität einer Innenstadt, reduzieren den Menschen auf Bedürfnisse. Aber hier ist diese Wahl gegeben, also die Untersuchung der Wirtschaftskammer, die ich ja auch hier gelesen habe, sehen ja eben Abwanderungen, also Kaufkraftabwanderung nach Wels zum Beispiel und teilweise auch nach Gmunden und natürlich nach Linz. Ja. Und das sind ganz natürliche Vorgänge, die man ja durch diese Innenstadtgestaltung möglicherweise gar nicht beeinflussen kann. Und jetzt sage ich, und das sage ich aufgrund, nicht nur aufgrund der Umfrage, die ich gemacht habe, dass diese rationalen Gründe nicht geeignet sind, eine wirkliche Belebung und Attraktivität
der Innenstadt herzustellen. Sind wir Gegenstand einer Organisationsplanung, sind wir Objekte einer Organisationsplanung, wo, wenn man nur unsere sogenannten Bedürfnisse richtig anspricht, dann werden wir wie eine Herde dem einfach folgen. Und dann werden wir das dort kaufen und dann werden wir das dort kaufen. Oder sind wir spirituelle Wesen, die auch an einen Ort kommen und kommen würden, ohne den geringsten materiellen Vorteil. Einfach nur, weil es uns dort gefällt. Weil wir uns dort wohlfühlen oder weil wir andere Menschen treffen. Oder weil wir dort einfach nur meditieren. Insofern sind diese ganzen rationalen Gründe, die dort genannt werden, sind insofern aus der heutigen Zeit nicht mehr verständlich. Man kann ja sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man einen Nachholbedarf gehabt und man wollte erstmal aus einer damals doch sehr großen Armut heraus wieder etwas aufbauen und sich daran erfreuen. Und man hat sich ja gefreut darüber, dass es immer mehr Geschäfte gab und größere Geschäfte gab und dass man auf einmal ein Auto hatte. Das waren mal alles sehr positive Dinge. Aber letztlich geht es ja um die Frage, wenn diese Phase vorbei ist, der materiellen Gesellschaft, das könnte man dann eine postmaterielle Gesellschaft nennen, wenn diese Phase vorbei ist, dann sind die Motivationen, die mich dazu bringen, in eine Innenstadt, in eine historische Innenstadt zu gehen, andere Motivationen. Insofern gehen Baumaßnahmen und Preismaßnahmen oder kommerzielle Maßnahmen oder auch Parkplatzmaßnahmen nach meiner Einschätzung daran vorbei, dass die Menschen eigentlich eher eine menschliche Begegnung suchen. Und die menschliche Begegnung, so wie wir jetzt hier sitzen, dass sich Menschen treffen miteinander, miteinander diskutieren, miteinander Witze machen, miteinander ein Glas Wein trinken, diese menschliche Begegnung, die ist eigentlich der Hauptgrund, wenn dann mal was läuft, also wenn etwas erfolgreich läuft, dass die dann kommen. Nur das kann ich nicht über rationale Kriterien herstellen, also über Parkplätze und über Preise. Da muss ich sozusagen auf eine ganz andere Ebene gehen. Und diese andere Ebene ist hier zum Teil in einigen der Indikatoren beschrieben. Das ist die Freundlichkeit. Das spielt eine ganz enorme Rolle. Jeder von uns kennt das, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und bin freundlich und grüße alle, dann kommt das ganz schnell zurück. Also die Freundlichkeit ist eine ansteckende Krankheit. Und ähnlich ist es mit der Hilfsbereitschaft und mit der Gastfreundschaft und ähnlich ist es auch mit dem Vertrauen. Ich lebe seit Jahrzehnten so, dass ich noch nie mein Fahrrad, mein Auto oder mein Haus abgeschlossen habe. Noch nie. Und ich lasse mein Fahrrad überall stehen, ich lasse mein Fahrrad auch am Bahnhof stehen. Und noch nie ist mir ein Fahrrad gestohlen worden. Das soll nicht heißen, dass keine Fahrräder gestohlen werden, sondern es soll nur heißen, dass diese sozialen Güter und Werte, die ich hier beschreibe, messe, dass diese Güter sind, die wir alle selbst jeden Tag praktizieren können. Das sind also keine Sachen, für die ich eine große staatliche Handlung oder eine Baumaßnahme für mehrere Millionen Euro brauche. Diese Dinge kann ich einfach selbst tun, wenn ich aus dem Haus gehe. Und da kommen wir eigentlich dann zu den Ideen oder Vorschlägen, die ich ja dann auch hier gemacht habe. Ich habe auch mal ein Bild gemacht. Das heißt, in dem Moment, wo es gelingt, solche Räume wie diesen hier zu öffnen als Begegnungsräume, das heißt, dass dort Menschen hinkommen, die hier selber etwas aufbauen wollen,
Das muss auch gar nicht nur ein Geschäft sein. Es kann ein Geschäft sein, muss aber kein Geschäft sein. Und andere Menschen, die sagen, ich finde das so toll, dass ich da hinkomme. Lass uns doch die Zahl, da will ich jetzt nicht drüber reden, weil die Zahl, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, irgendetwas zwischen 25 und 50 leerstehende Objekte oder Läden. Aber wenn man die sozusagen mit nicht übertriebenen Mitteln mal mit einem Eichenparkett ausstattet und einer gewissen Grundbeleuchtung und einer funktionierenden Sanitärstelle, dann könnte man ja auch umgekehrt mal sagen, gibt es denn Menschen, die Interesse haben, da was zu machen? Also die sozusagen nicht schon so sind, dass sie eine Riesenfinanzierung, einen Riesenplan haben oder gar ein Filialist sind, der sagt, wir brauchen 300 Quadratmeter mit den und den Voraussetzungen, ne? Kommt der Filialist, wenn sie uns die geben, dann mieten wir. Sondern derjenige, der sich vielleicht erst selbstständig macht, weil er eine Gelegenheit bekommt. Aber da wird es dann tatsächlich nur um diese nicht materiellen Faktoren gehen. Das heißt, es geht dann in so einem Fall nicht darum, wie billig oder teuer ist eine Miete. Ja. Wie hoch sind die Investitionskosten? Sondern die Frage ist, gibt es nicht materielle Gründe, die eine nennenswerte Zahl von Menschen außerhalb von Vöcklabruck, innerhalb von Vöcklabruck dazu bringen, in dieser Gegend hier mehr Zeit zu verbringen? Das ist eigentlich die Frage. Und wenn das der Fall ist, es gibt es ja auch Wellen, deshalb habe ich das mit den Barockkirchen erzählt, wenn das der Fall ist, dann kann sich so etwas auch sehr schnell wieder einstellen, dass die Menschen kommen. Gibt es ja Wellen, aber was ich nicht glaube, ist, dass das auf der Ebene von Bedürfnisbefriedigung liegt. Also wenn man den Leuten nachläuft und sagt, hier gibt es jetzt genauso billig Sonderangebot und es gibt alles und ihr könnt auch noch parken und das Parken ist kostenlos. Diese Motivationen sind es ja gerade, die zu der Entstehung von solchen Zentren geführt haben. Das heißt, diese Zentren haben ja appelliert an eine vermeintliche Geld- und Zeitersparnis. Und wenn ich sehe, ich habe also drei Söhne, wie meine Familie, wie wir heute einkaufen, dann haben wir uns vollkommen inzwischen entfernt von diesen Zentren, aus vielen Gründen. Wir finden dort nicht die Produkte, die werthaltig sind, die die heimische Wertschöpfung befördern. Ne? Wir finden dort Massenprodukte aus China, die wir gar nicht kaufen wollen, auch nicht, wenn sie billig sind. Wir wollen lieber Produkte kaufen, die werthaltig sind, die aus unserem eigenen Land, aus unseren Nachbarländern stammen. Und wir möchten aber auch, dass das Geld hier bleibt. Da geht es auch wieder weiter. Wir möchten gerne, wenn wir was kaufen, möchten wir dazu beitragen, dass durch unseren Kauf auch unsere Umwelt, unsere Lebenswelt verbessert wird. Umkehr zu nicht materiellen Anreizen, die führt ja dazu, dass man also nicht weniger ausgibt, weniger Geld ausgibt oder weniger Zeit aufwendet, sondern zum Gegenteil. Wir müssen jetzt viel mehr Geld und viel mehr Zeit aufwenden, um unseren Ort zu fördern. Mehr Geld und mehr Zeit, nicht weniger. Es ist also genau das gegenteilige Argument des Einkaufszentrums. Ja? Das Einkaufszentrum sagt, Sie können mit dem Auto hinfahren, Sie können umsonst parken und Sie kriegen alles gleich zusammen. Sie müssen nicht viele Gespräche führen, in jedes Einzelgeschäft gehen, Sie müssen nichts bestellen. Und da sparen Sie ganz viel Zeit, die können Sie dann nützen, zum Smartphone gucken und zum Netflix gucken, ne? Oder was man dann noch in der verbleibenden Zeit machen soll. Nein, ich glaube, und das gilt ganz besonders eben auch hier in Vöcklabruck, dass man eben die eigenen Dinge, so wie es ja am Mittwoch auch sichtbar ist auf dem Markt, da sieht man das ja, der Markt ist ja als solcher Erfolg hier am Mittwoch, weil dort eben regionale Dinge verkauft werden. Ist ja ein Riesenerfolg. Und dass man mit diesen eigenen Prinzipien, mit den eigenen sozialen Prinzipien
herangeht an das Ganze. Das würde aber politisch bedeuten, dass man sozusagen eine ganz andere Strategie verfolgt als die des Umbaus von einem Platz, ja, also infrastrukturell, sondern dann würde man eher sagen, ich fördere eher, dass diese 25 oder 30 oder 40 Läden oder Orte, dass die eben ein bisschen saniert sind, sodass sie bezugsbereit sind. Und dann kümmere ich mich darum, dass sie alle gemeinsam vermarktet werden, nicht einzeln. Gemeinsam vermarktet werden für Menschen, die Interesse haben, in Vöcklabruck was auf die Beine zu stellen. Egal, ob das ein sogenanntes Geschäft ist oder ob das nur in Anführungsstrichen etwas Kulturelles, Religiöses oder Soziales ist. Weil letztlich zählt ja für das Ganze, dass Menschen kommen. Und ich kann das nur selber aus meiner Erfahrung sagen, in unserem Dorf gibt es zum Glück immer mehr Menschen, die so denken, dass sie ihr Geld im Dorf ausgeben. Alle Dinge, die man sozusagen lokal tut. Und dieser Wandel kommt aber nur darum, weil wir selber, wenn wir auf die Straße gehen, wir möchten ja auch nicht auf eine Straße gehen, in der die Läden leer stehen und in der es nur noch einen Supermarkt gibt. Das ist der kategorische Imperativ von Kant. Folge nur einem Gesetz, von dem du auch wollen kannst, dass es für dich selbst gilt. Also du kannst nicht von anderen was verlangen, was du selbst nicht willst. Und keiner von uns möchte chinesische Löhne haben. Ja? Und keiner von uns möchte, dass die Umwelt durch minderwertige Produkte zerstört wird. Und dass durch das verrußte Container minderwertige Ware bringen. Das möchte eigentlich ja gar keiner. Und deshalb sind wir gefragt, eben selbst diese sozialen Werte und Einstellungen, wie wir sie hier erfragt haben, diese zu fördern. Das können wir ganz einfach selbst tun, also niederschwellig. Wir können das jeden Tag tun. Und in dem Maße, je mehr Menschen das tun in Vöcklabruck, umso mehr werden diese Orte besiedelt. Und wir sind heute vielleicht hier nicht viele in diesem Raum, aber wir sind in diesen Raum gekommen. Und wir haben einen Raum besiedelt, der, sagen wir mal, noch nicht für die Besiedelung freigegeben ist. Und warum soll an so einem Raum nicht jede Woche Gespräche stattfinden oder jeden Tag? Warum nicht? Wenn ich auf die Straße gehe, habe ich mit all meinen Nachbarn ein Schwätzchen. Und dann ist die Straße ist mein Wohnzimmer. Und wenn die Straße mein Wohnzimmer ist und auch das Wohnzimmer meiner Nachbarn, dann können Sie sich denken, wie sicher ist diese Straße. Hilfsbereitschaft zu sagen, ich mache mit, ganz egal, ob ich was bekomme dafür. Ne? Gastfreundschaft, den Fremden zu zeigen, wie schön es bei uns ist. Ihnen die schönste Stadt, die schönste Straße vorzuführen, stolz darauf zu sein. Ne? Also diese Tugenden, die hier genannt werden, diese sozialen, die sind meines Erachtens förderwürdig. Und ich glaube, dass sie mindestens genauso förderwürdig sind wie Platzumbauten oder Parkplätze oder sogenannte städtebauliche Konzepte. Nur wenn man in die Geschichte der städtebaulichen Konzepte seit 1950 zurückgeht und sieht, was in unseren Innenstädten angerichtet wurde, mit Tangenten und Brücken und Umfahrungen und so weiter, dann würde man vielleicht heute sagen, dass die Überbetonung des Verkehrs oder die Überbetonung einer angeblichen Rationalität in Form einer Geld- und Zeitersparnis jetzt nicht mehr gültig sein kann. Jetzt in der postmateriellen Zeit kann das nicht mehr gelten. Dem liegen Werte zugrunde. Die Werte sind heute, werden von einer Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Und das ist interessant. Sie werden einmal abgelehnt von sehr konservativen älteren Menschen, die sich noch erinnern an das Miteinander in einer katholischen und ländlich geprägten Welt. Sie werden abgelehnt von jungen Grünen und Alternativen, ne?
Es sind also schon sehr unterschiedliche Gruppen, die eigentlich diese Reduzierung des Menschen als ein Konsumwesen ablehnen. Das sind auch Menschen, die zum Beispiel Weiterbildungen gemacht haben als Heilpraktiker oder als Ernährungsberater und in Berufen, wo man die Zivilisationsprobleme angeht, ja, Umweltberater. Das sind ganz neue Berufe, die da entstanden sind. Und auch diese Menschen leben gar nicht mehr so, dass sie sagen, ich brauche ein großes Auto. Ja, oder dieses alternative Leben, wie wir gesagt hätten vor 20, 30 Jahren, das hat sich in vielen Schichten, ja, verbreitet. Und es gibt auch die Volksliedleute von der ÖVP, die ich ganz gut kenne, die alten Volksliedleute, die auch sagen, so haben sie sich das nicht vorgestellt. Die also das steirische Volksliedwerk machen und das oberösterreichische Volksliedwerk und die eigentlich verwurzelt sind in der österreichischen Volkskultur. Und auch denen geht das so, ja? Sicher wieder aus anderen Gründen. Also ich glaube, dass heute eine Mehrheit der Bevölkerung anders leben möchte. Und dieses Andersleben, dafür ist eigentlich der Startplatz von Vöcklabruck der Ort. Denn alles, was man jetzt im Andersleben machen kann, eben nicht mehr Filialisten zu suchen, dass hier noch ein Apple Store herkommt oder Starbucks, sondern zu schauen, wie kriegen wir hier Leute aus der Gegend, ja, oder aus der Umgebung hierher, um was zu machen, das ist eigentlich jetzt angesagt. Und diese baulichen Veränderungen meines Erachtens, das ist eben ein Rückgriff in die 70er Jahre, wo man eben in den 70er Jahren geglaubt hat, wenn man auf dem Stadtplatz den Verkehr beruhigt und da einen Brunnen hinmacht, das wird also toll sein, weil das ja für die Fußgänger ist, aber man sich nie die Frage gestellt hat, warum soll der Fußgänger zu diesem Brunnen kommen? Ja? Warum? Was war wegen dem Brunnen? Nein. Also die Baumaßnahme ist, glaube ich, nicht geeignet, soziale Beziehungen zu stiften. Also möchte ich damit eigentlich Sie jetzt nur dafür interessieren, dass Sie eben eigentlich nicht materielle Güter und Werte vertreten und propagieren und auch versuchen, die zu übertragen auf Ihr Stadtleben, auf Ihr eigenes direktes Stadtleben und den Stadtplatz, also diesen Platz hier, eben nicht nur sehen als Gegenstand einer sogenannten architektonischen oder Tiefbauplanung oder einer sogenannten Nutzungskonzept-Variantensituation, wo eben gesagt wird, ja, mehr oder weniger Autos, sondern einfach zu sagen, es ist ein Ort der menschlichen Begegnung. Und je mehr wir uns hier begegnen, ob in leerstehenden Läden oder in unrenovierten Läden, in Hamburg und Berlin sind tausende junger Menschen, die sind in leerstehende Häuser gegangen und haben dort Kulturzentren aufgebaut mit riesigem Erfolg. Davon haben diese Städte jahrzehntelang gelebt, von diesen Kulturzentren. Dass man hier sich trifft, untereinander, dass man zusammen was macht, aufeinander zugeht und nicht sich selber so fühlt, dass man also sagt, ach, da muss jetzt erstmal, müssen irgendwelche Bedingungen erfüllt sein, ehe ich wieder hier bin. Also wenn ich komme auf meinen Platz oder wenn ich aus der Haustür gehe, dann tue ich es aus der eigenen Freude darüber, dass wenn ich freundlich aufstehe morgens und da draußen bin, dass die anderen dann auch freundlich sind. Und das ist eine unvorstellbare Freude, die ich da empfinde. Ich gehe raus und alle grüßen, alle lächeln, ja, und ich fühle mich an diesem Tag bereits wohl. Und das ist dann mein Stadtplatz. Also mein Stadtplatz ist der Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch das Gefühl habe, da kann ich Vertrauen haben. Und das Vertrauen wird erwidert und das macht den Stadtplatz aus.
Und es würde auch den Stadtplatz ausmachen, wenn er nur eine kahle Fläche wäre. Es würde diesen Charakter nicht verändern. Oder wenn er eine Tiefgarage hätte oder wenn er keinen Springbrunnen hat. Und wenn dort eben nur 50er-Jahre-Häuser stehen würden, wie es in vielen ostdeutschen Städten der Fall ist, oder auch wenn wir in St. Pölten, ne, mal schauen, oder in Adnang-Puchheim, da gibt es ja auch andere Orte, die kein historisches Zentrum mehr haben, dann ist die Stadtplatzfrage dennoch die gleiche. Also ist die Stadtplatzfrage dort nicht, ob Sie irgendwelche Fassaden aus dem 17. Jahrhundert und dann noch aus der Maria-Theresia-Zeit und so weiter, solche Fassaden wieder restaurieren. Sondern es ist die Frage, wer kommt dorthin und wie gehen die miteinander um? Es kann ja sein, dass da welche hinkommen, die gern solche Fassaden haben. Ja, das schließt sich ja nicht aus. Aber es ist nicht so, dass es eben die Baumaßnahme ausmacht. Und es gibt in Ostdeutschland einige sehr perfekt sanierte Städte. Ganz berühmt ist Görlitz, ja, oder Wernigerode, die ich auch alle kenne. Und jetzt hat mich eine ostdeutsche Stadt um Hilfe gerufen, das ist die Stadt Zeitz. Und dort in Zeitz ist es nicht so wie hier, dass hier ein paar Läden leer stehen, steht die gesamte Innenstadt leer. 400 Häuser rund um das Rathaus. Das kann man sich nicht vorstellen, 400 Häuser stehen leer. Kann man sich vorstellen, auch dort geht die Diskussion wieder los. Infrastruktur, ja, wenn ich dort ein tolle Tiefgarage für 1000 Autos mache, ja toll, da werden schöne Ideen, ne? Also eine Tiefgarage als Bauwerk, so kann man auch denken. Das ist der Gedanke, wenn ich eine Tiefgarage baue, dann werden ganz viele Autos kommen, da sind ganz viele Menschen drin und die werden dann alle dahin gehen. So kann man das denken. Die Tiefgarage für so viele Autos kostet 15 Millionen Euro, diese Tiefgarage. Und wenn ich jetzt komme und sage, könnt ihr nicht Studenten und jungen Berufstätigen Förderung geben dafür, dass sie kleine Geschäfte machen? Nein, sagen sie. Das wäre ja eine Privatförderung, das wäre ja Korruption. Tatsächlich, also würde man lieber eine Tiefgarage für 15 Millionen Euro bauen, an der wahrscheinlich auch einige Bauunternehmer verdienen, als das gleiche Geld als Kredite oder Förderung an junge Leute auszugeben, die damit diese Häuser renovieren und dort leben können und so weiter. Das heißt, man hat den Irrglauben, dass die Infrastruktur alleine etwas macht. Und da komme ich wieder zu diesen Kirchen zurück. Man hat diese Kirchen gebaut, sie waren sehr groß, hat ja zum Teil, haben wir Orte in der Gegend, wo in die Kirche mehr Menschen reingepasst haben, als der Ort Einwohner hatte. Und das hat auch geklappt, die sahen auch sehr gut aus alle, es war genau diese Infrastruktur-Utopie, nur es gab so viele von ihnen dann, sie waren so austauschbar, dass ich auf einmal in die Situation kam, jetzt muss ich Marketing dafür machen. Dann kam die Musik. Mit der Musik die Komposition, die Chöre, die Orchester. Und auf einmal wuchs es mir über den Kopf. Und ich konnte die Kirche nicht mehr füllen. Weil der Nachbarort den besseren Chor hatte. Oder den besseren Dirigenten. Und auf einmal stand meine Kirche leer. Und der Klingelbeutel war leer. Tja, und dann war das vorbei. Der Infrastrukturglaube. Deshalb glaube ich eben nicht, dass man heute diesen Infrastrukturglauben weiter verfolgen sollte. Wichtig ist eigentlich heute überzugehen zur Förderung von Menschen. Also dass man Fördermaßnahmen sagt, Förderung, Kredit, Bürgschaft für Menschen, die sich ansiedeln, die was bewegen wollen, Absolventen, ne? Schulabsolvent, Student oder Initiativen. Aber bitte nicht Infrastruktur. Und ich glaube, dass man da ein bisschen jetzt sieht mit diesen Ergebnissen, dass ja die Voraussetzungen dafür in Vöcklabruck gar nicht schlecht sind. Das sind übrigens im Bereich von
von Städten sind das relativ gute Werte. Frankfurt am Main hat Werte von 3. Und das ist eine der reichsten Städte des deutschsprachigen Raumes. Und auch München kommt in der Freundlichkeit auf 5. Das liegt auch noch mal deutlich unter Vöcklabruck. Und München nennt sich selbst Weltstadt mit Herz. Also ich glaube, dass das jetzt auch reicht, dass ich Ihnen hoffentlich ein bisschen eben eine Anregung gegeben habe, wo ich eigentlich den Handlungsspielraum und die Handlungschance sehe. Also eigentlich mehr im persönlichen Verhalten, in nicht materiellen Faktoren und natürlich in der Hoffnung, dass Sie diese nicht materiellen Faktoren eben entsprechend leben und sozusagen einfach durch Ihre eigene Anwesenheit das ja herstellen. Also Sie sind ja jetzt hier in diesem leeren Laden, Sie machen das ja bereits. Und Sie machen das mit Ihren Bürgerinitiativen und Sie werden das auch weitermachen. Und das ist genau eigentlich der Weg, um so eine Gemeinschaft für das Zentrum wiederherzustellen, die ja, wo es um die Begegnung ja nur geht. Und da glaube ich, dass Sie das ganz bestimmt selbst tun können, ohne dass Sie eben dafür einen anderen Bürgermeister oder eine Politikänderung brauchen. Denn es ist so, dass die Politik immer eine Eigendynamik hat. Das heißt, bis dann mal jemand gewählt ist, an den Sie Hoffnung haben, bis der dann gewählt ist, dann ist er durch so viele Systemzwänge hindurchgegangen, dass wenn er dann regiert, er in seiner Regierung auch nichts ändert. Und das sehen Sie ja an den Regierungen, dass also die Regierungen zwar viele Schlagwörter und bringen, aber in Wirklichkeit überhaupt keine richtigen Änderungen in der Politik vornehmen, sondern sie immer nur neu verkaufen. Ich darf mich bedanken und wir können gerne auch noch ein bisschen diskutieren. Applaus